Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. Wir sind in der letzten Folge hier im Wurzelwald angekommen. Und jetzt muss ich hier mal kurz überlegen. Wir müssen hier immer noch geradeaus entlang laufen, ne? Die letzten Folgen habe ich ja gestern aufgenommen. Schaut mal da oben links. Das ist ein neuer Gegner. Ja. Stimmt, ich bin hier hoch, genau. Und dann wollte ich doch erst in die Sackgasse hineinlaufen. Ich erinnere mich wieder. Boah, wir sollten uns mal hier diesen neuen Gegner anschauen. Hallo, ihr zwei. Ihr seid bestimmt hier, weil es dunkel ist, oder? Oder etwa nicht? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob wir in der letzten Folge hier gewesen sind, als es hier dunkel oder hell war. Antikor erscheint. Alles klar. Ach, du bist jetzt alleine. Das ist aber jetzt ein bisschen traurig. 62, das ist nicht schlecht. Wen greift er an? Ah, Bodo. Und Veronica. Na super. Bis hierhin geht die Linie. Okay. Okay, dann stellen wir uns ein bisschen abseits hier hinten hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber wir tun es einfach mal. Knack würde ich einsetzen. Ich glaube, Knack ist gut, oder? 73. Ja, das ist gut. Mike, du stellst dich hier hin. Gut, er hat nicht mehr viel. Ansonsten hätte ich jetzt... Moment mal. Ansonsten hätte ich nämlich... seine Fähigkeit eingesetzt. Verursacht eine dunkle Detonation, die einen einzelnen Feind erfasst. Grutz, das hatten wir doch gelernt in der letzten Folge, nicht wahr? Ja, okay. Der Grantikor wurde besiegt. 838 Erfahrungspunkte. Sehr interessant. Hi, aber du greifst mich nicht an, ne? Ich bin scheinbar dann doch zu stark for you. Komm, ich bekämpfe dich trotzdem mal. Genau, weil vielleicht sehen wir hier eine neue Gegnerkonstellation. Ja, die sehen wir auch dann tatsächlich. Gut, dass ich dann mich dann doch dazu entschieden habe, gegen ihn zu kämpfen. Eine fesche Sausmaus? Hat die andere Sausmaus auch so geheißen? Ja, natürlich greifen wir jetzt alle Eric an. Are you serious? Im Critical Hit? Eric stirbt. Nein, das kann ich leider nicht dulden. Eric, du musst zurückkommen. Gott sei Dank, es hat funktioniert. Wenn es jetzt verfehlt wäre, hätte ich mich jetzt geärgert. Kannst du bitte aufhören? Veronica? Im Coop. Okay, Moment, Taktiken. Nein, Aufstellung. Ich glaube mit Rionaldo. Denn Serena und Jade sind im Coop, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Dem scheint dann auch so zu sein. Zauber. Knack. Ja, ich greife trotzdem ihn an mit Knack. 36 nur. Oh, Brutzler. Eric. Nein. Nicht schon wieder. Und Edge? Geht's noch? Ja, Gott sei Dank. Hat das nicht funktioniert. Super, jetzt ist er ein Coup. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Coupkraft. Senkender Schnitt setzt einem einzelnen Gegner mit der... Ah ja, kennen wir doch. Nein, du musst neue Chance zaubern, bitte. Mal wieder. Wir müssen Eric verfehlt. Oh, Mann. Okay, dann probier du es noch einmal mit neue Chance, Eric. Rionaldo wird auf jeden Fall hier den anderen erledigen. Gott sei Dank. Eric ist wieder da. Rionaldo, Kritz. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Verdammt. Fähigkeiten. Feuriges Solo. Heilungshieb. Ah, den brauchen wir aber nicht, weil er... Nein, er ist nicht ganz hoch geheilt. Komm, Heilungshieb. Setzen wir das mal ein. 36, okay, also die Hälfte. Komm, der ist dann raus. Sehr gut. Okay, dann ist er jetzt nur noch da. Und auch das ist ein Critical Hit gewesen. Und Edge setzt er ein. Okay. Taktiken bzw. Aufstellung. Wir müssen jetzt Veronica mit reinnehmen, Jade mit reinnehmen und Serena mit reinnehmen. Bestätigen. So, Moment, jetzt muss ich hier mal noch meinen Zettel suchen. Ich habe mir hier alles aufgeschrieben, welche Coupkraft wir hier einsetzen und welche nicht. Gerade einen Moment. Hat genau neben mir gelegen. Ich bin einfach nur blind.
So, Schwert der Salbung. Löwengebrüll entfesselt eine Schockwelle, die sämtliche Feinde erfasst. Feenfreud erhöht. Nee, das setzen wir nicht ein. Schwert der Salbung setzen wir auch nicht ein. So, Zirkel der Zerstörung haben wir schon gesehen. Löwengebrüll. Mike und Jade. Aha. Ich würde gern... Es besteht eine gute Chance, dass Veronicas Zauber sich wiederholen, ohne dass sie fürs Wirken MP verbrauchen müsste. Okay, ich bleib hier jetzt mal vorerst weg. Wir greifen ganz normal an. Ich möchte mir das mal aufheben, denn ich glaube, wir könnten hier was anderes sehen. Auch Löwengebrüll und Feenfreund. Okay, das bleibt gleich. Greif du also auch an. Veronica, oh oh. Oder wer ist jetzt dran? Ja, genau. Greif doch nochmal an. Oh, jetzt ist er wieder dran. Passt mir jetzt eigentlich nicht so. Mist. Okay, beim nächsten Kampf schauen wir uns das dann an. 1174 Erfahrungspunkte. Veronica erreicht Stufe 35. Finde ich richtig toll. Ich muss die Karte nochmal öffnen. Genau, hier müssen wir lang. Sicher, dass wir hier lang? Ja, doch, wir müssen hier lang. Ich habe das hier verwechselt, gerade mit der anderen Stelle. Ich muss aber mal kurz hier nochmal am Rand entlang laufen. Da ich eben so von dem Gegner fasziniert gewesen bin, habe ich hier den Rand komplett ausgelassen. Jetzt ist der wieder da. Oh, die respawnen hier einfach immer wieder so schnell. Nur weil ich mich mal kurz umgedreht habe. Okay, aber hier scheint nichts zu sein. Okay. Oh, schön dieser Wald. Oh, da vorne nochmal neue Gegner. Yay. Also richtig gut gemacht, dieser Wurzelwald. Finde ich richtig schön. Echt schön. So, hallo. Ach, ihr seid dieser Baumstumpf, ne? Aber ist okay. Gegen den roten Baumstumpf haben wir noch nicht gekämpft. Die sehen aber auch ein bisschen gefährlicher aus als die grünen oder braunen. Kämpfen. Sie ist jetzt wieder an der Reihe. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Oh, jetzt ist er auch wieder dran. Nein, Veronica oder Serena. Danke, Kubkraft. So, Zirkel der Zerstörung kennen wir. Antiquias Segen, das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Okay, was war das hier nochmal? Achso, Veronica, ja, okay. Nee, dann nicht. Ich setze hier dann auch Knack ein. Okay. So, Serena, möchtest du an die Reihe kommen? What the? Nein, 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 das ist nicht toll. Oh, nein. Bitte nicht. Oh, Serena hat es nicht getroffen. Es ist verfehlt an Serena, Gott sei Dank. Okay, Kubkraft. So, was kannst du? Seht ihr, sie kann jetzt schon mehr. Genesungsgebet. Beide Ausführenden müssen gekräftigt sein. Also sie und Mike erhöht die Abwehrkraft und die magische Heilkraft aller Verbündeten. Okay, das hätte ich jetzt aber dann auch schon mit ihm tun können, als ich mit Mike an der Reihe gewesen bin. Aber okay, wir setzen das Genesungsgebet ein. Ja, ist jetzt am sinnvollsten gewesen. Oder? Meint er nicht auch? Feuriger Fußfeger. Ah, das geht hier an beide. Okay, dann setzen wir das ein. Sehr schön. Da spricht doch nichts dagegen. Ja, Veronica werde ich jetzt nicht angreifen. Oh nein. Sie greift Jade an. Immerhin. Okay, jetzt bitte aufhören. Okay, verfehlt. Jay, du musst die jetzt platt machen. Fähigkeiten, Hüftwackler. Komm schon. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 1198 Erfahrungspunkte. So. Hallo? Oh, du hast mich gesehen und möchtest mich angreifen. Okay. Die anderen Gegner haben mich auch gesehen und wollten mich nicht angreifen. Der gibt uns eine Menge Erfahrungspunkte. Metallschleim. Okay. Fähigkeiten. Tierischer Hieb.
Flüssig Metallschwamm. Hab ich nicht. Zauber? Nee, Zauber wirkt, hat keine Wirkung auf ihn, ne? Moment, ich setze trotzdem mal Peng ein. Aber dürfte keine Wirkung haben. Ja. Oh, super. Nicht so toll. Fähigkeiten. Teuflische Versuchung. Ein Angriff, der Dämonen schweren Schaden zufügen kann. Ja, das wollen wir dann doch mal einsetzen. So, Mike. Ah, schnittiger Schlag. Komm. Eins. Nein, er ist geflohen. Nein. Er hätte uns eine Menge Erfahrungspunkte da gelassen, das weiß ich. Ich hätte meine Gruppenmitglieder vielleicht auch nochmal wechseln sollen. Was ich jetzt hier mit ihr auch tun kann. Aufstellung, komm du nochmal raus. Lass du Eric mal rein. Here goes nothing. Okay. So, dann greif du jetzt an. Das war's. In Ordnung. Thank goodness. 388 Erfahrungspunkte, das wären definitiv mehr gewesen, wenn der Metallschleim mit dabei gewesen wäre. Ja, jetzt sind hier die Baumstämme nochmal da. Ich wollte gerade nachfragen, was sind das denn für Gegner? Hahaha, ich wollte witzig sein. So, wie sieht's hier aus? Ist auch nichts, was ich aufsammeln kann. Jetzt taucht hier der Gegner natürlich nicht nochmal auf, ne? Ich würde ihn dann gern nochmal bekämpfen. Nur wegen diesem Metallschleim. Kannst du springen? Ja, du kannst hier drüber springen. Sehr. Er ist wieder da. Hallo. Jetzt bin ich... Bist du wieder mit Metallschleim da? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, ich muss nochmal auf meine Mission achten. Wenn wir mit diesem Kampf fertig sind. Weil ich doch einen bestimmten Gegner erledigen soll, ne? Der doch so einen Gegenstand droppt, den ich brauche. Jawohl, Critical Hit, Sabrina, sehr schön. Schnarsch. Achso, du möchtest hier meine Gegner... Ach, meine Gegner. Meine Gruppenmitglieder zum Schlafen bringen. Ja, von mir aus. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 819 Erfahrungspunkte und Eric erreicht Stufe 35. 6 Talentpunkte. Nicht schlecht. So, Moment. Verschiedenes. Missionsverzeichnis. So, ist das das gesunde Gemüse gewesen? Genau. Ein fitnessbegeisterter alter Mann in Antiquia hat dich gebeten, ein Blatt Wohlkohl zu besorgen, damit er ein Gericht namens Supersuppe zubereiten kann. Danach ausschau, dann findest du vielleicht, was du benötigst. Das hier ist auch im Wurzelwald. Genau, du wurdest von einem Mädchen in Antiquia gebeten, eine Wünschelknolle zu besiegen. Eine Wünschelknolle, okay. Ich werde mir Mühe geben, so einen Gegner zu finden. Hier hinten komme ich nicht hin, aber ich kann hier drauf springen. Warum kann ich hier drauf springen? Was hat das für einen Sinn? Keinen vermutlich. Moment. Hier unten. Gut, hier unten kann ich nicht entlang laufen. Alles klar. Stopp, ich möchte nochmal hier hoch. So. Mich da hoch. Ah, ich muss dann hier einfach entlang springen. Hey, nein, 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 nein. Vielleicht ist ja das das Item, das ich brauche für die eine Mission. Okay, ne, das war zu einfach. Ein Hübschhut gefunden. Einen Hübschhut? Wer möchte den denn tragen? Möchtest du einen Hübschhut? Hübschhut? Möchtest du einen? Nein, sie möchte keinen Hübschhut. Wie sieht's mit dir aus? Auch nicht. Nee, hätte mich jetzt auch gewundert. Und du auch nicht, oder? Nee, ach so, Hut. Ich bräuchte dann auch schon, bei Hüte zu bleiben. Eine Haarnadel. Warum möchte denn niemand den Hübschhut? Warum möchte niemand den Hübschhut? Bin ich jetzt doof? Moment mal. Gegenstände so rum. Ausrüstungsbeutel. Gar nicht hier mit dabei. Wichtige Gegenstände. Auch nicht. Einen Hübschhut. Ja, wo ist der denn? Der Hübschhut.
Es sei denn. Ja, aber das kann ja auch nicht sein. Hübschwut. Ich finde nicht. Vielleicht heißt er hier auch anders jetzt im Menü. Ist ja bei einigen Spielen so. Hübschwut. Ich guck grad nochmal durch. Hübschwut. Hm. Ich habe kein hübsches Haarband. Nein, ich suche hübsch Hut. Ein Hut, der scheinbar hübsch ist. Bin ich doof? Wichtige Gegenstände. Ich habe keinen hübsch Hut. Naja, dann eben nicht. Wird vermutlich nicht so prickelnd gewesen sein. Oder vielleicht auch doch. Wir wissen es nicht. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Ich möchte hier nochmal zurück. Was hat das hier für einen Sinn? Hier auf dieser Seite, aber ich komme da nicht runter. Aha, vielleicht von hier. Nee, auch nicht. Nee, so laufe ich einfach nur komplett zurück. Auch gut. Naja, immerhin, das kann ich. So, aber ich kann hier jetzt... Ah, Moment, wie komme ich denn da hoch? Aber hier oben gibt es nichts. Sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich hier nochmal um den Baum entlang laufen. Aber auch das ist nicht der Fall. Schläfst du? Oh, sieht so aus, als würde er schlafen. Dann lassen wir ihn auch schlafen, oder? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ja da der Gegner mit dabei, den wir noch bekämpfen müssen. Sieht aber nicht so aus. Oder? Nein, aber die erledigen wir als erstes. Die fesche Sausmaus. Sehr schön. Und raus. Okay, Jade. Ja, eigentlich wollte ich ja meine Aufstellung ändern. Ich wollte auch mal Rionaldo nochmal mitnehmen. Genau. So, den hatte ich nämlich auch schon länger nicht mehr mit dabei. Zauber, mehr Heilung für Mike. Der müsste mal noch mal ein bisschen geheilt werden. Ja, das sieht doch gut aus. Ein bisschen viel geheilt. Was ist hier los? Yggdrasils platt. Für was? Oh, nein. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt ist der noch verwirrt. Och, na, super. Oh, das hat uns noch gefehlt. Sehr gut. Soll jetzt hier kein Yggdrasils platt mehr benutzen. Oh, trotz dass er verwirrt ist, hat er den Gegner angegriffen. Das finde ich ja echt nett. So, hier bekommt ihr einen tollen Windstoß. Schnarch. Super. Nein, hör auf, dein Blatt zu benutzen. Du gehst mir langsam auf den Keks. Ich hasse das. Ständig hier nochmal Gegner mit reinzunehmen, die es nicht verdient haben, mit reingenommen zu werden. Rionaldo ist völlig verwirrt und greift sich selbst an. Erinnert mich an Pokémon. Sie schläft tief und fest. Nein, er ist verliebt. Nein, hör auf! Ich flippe hier gleich aus, ey. Ich hasse das. Das nervt mich so an diesem Spiel, dass die hier ständig hier dann nochmal Verstärkung rufen können. Dann ihre Freunde hier wiederbeleben. Ich meine, das kann ich ja auch, aber das fehlt meistens. Oder geht meistens daneben. Ach, bist du jetzt auch nochmal bereit? Schön, dass du ausgeschlafen bist. Müdemacher, okay, von mir aus. Super, es hat Eric getroffen. Puh, geschafft. Gott sei Dank, die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 1198 Erfahrungspunkte. Okay, dann darf ich eigentlich nicht meckern. Ne, es nervt trotzdem. So. Okay. Haben wir hier... Warte mal, sind das hier auch Gegner? Nee. Oh, super. Ja, ganz toll. Ich wollte das hier eigentlich untersuchen. Super. Ja, dann komm, dann kämpfen wir eben noch einmal. So, das ist dieselbe Gegnerkonstellation gewesen. Nur, dass das hier schneller funktioniert hat. Hier wurde niemand mehr wiederbelebt. Jetzt bin ich hier komplett ass... So, kommen wir von... Wir müssen hier entlang. Ist das richtig? Ja. Wir müssen hier hin. So, hallo.
Wir kennen uns, nicht wahr? Ich werde dich trotzdem nochmal besiegen. Oder was heißt nochmal besiegen? Ist ja ein anderer gewesen. Dazu derselbe Gegner, nur nicht du, sondern es war jemand anderes, der dir ähnlich sieht oder gleich aussieht. Aber schaut mal, er möchte mich nicht angreifen. Ich werde trotzdem gleich gegen dich kämpfen und gegen dich auch. So. Ich erstmal hier. Werde ich doch bestimmt... Aha, hier haben wir doch schon mal was. Aha! Ich habe Wohlkohl gefunden. Du hast ein Wohlkohlblatt gefunden. Kehre nach Antiquia zurück und gib es dem... Jawohl! Okay, diese Mission ist dann schon mal so gut wie abgeschlossen. Das ist gut. Sehr schön. Muss ich nur noch diesen Gegner hier bekämpfen. Ah, schaut mal. Ich komme sogar hier ganz hinten in die Ecke rein. Metalltröpfchen gefunden. Was ist denn ein Metalltröpfchen? Gegenstandsbeutel. Metalltröpfchen. Haben wir das schon? Kann ich mir nicht vorstellen. Metalltröpfchen. Nö. Sieht nicht so aus. Doch, doch. Hier, Metalltröpfchen. Dieser Kleckerklumpen sind ein absoluter Albtraum für jeden Schmied. Ja, und was soll ich jetzt damit machen? Was kann ich damit machen mit diesem Metalltröpfchen? Mysteriös. Soll ich das auf den Gegner werfen oder was? Für jeden Schmied. So, komm, ich bekämpfe dich mal. Genau. So, du bist alleine? Warum bist du denn alleine? Muss doch nicht sein. So, Moment. Nein, beklauen, beklauen. Ich vergesse das jedes Mal, dass wir das können. Super, direkt schon vergiftet. Sehr nice. Du darfst auch mal. Jawohl. So, jetzt ist er an der Reihe. Und rechnet direkt mit Mike und Ronaldo ab. So, Serena, du darfst gerne zaubern. Die Mittelheilung dürfte ausreichen für Ronaldo. So, Fähigkeiten. Drachenhieb, Heilungshieb, Stimmungstöter. Ein scheinender Schlag, der einen Mitstreiter aus Schlafverwirrung... Achso, ja, okay, alles klar. Stepptanz ist auch klar. Heilungshieb haben wir gesehen. Ich setze dann einfach nochmal feuriges Solo ein. Das ist ja so meine Favorite-Attacke so von ihm, ne? Verseucht und das ist es gewesen. Alles klar, wurde besiegt. 838 Erfahrungspunkte. Gut. Dann hier entlang. Hier können wir hochklettern. Schaut mal, hier liegt noch was Tolles. Einen Zauberzweig erhalten. Okay, dann klettern wir mal hoch. So, und dann sind wir jetzt schon auch... Okay, hallo. Was seid ihr denn für tolle Gegner? Bitte nicht vor mir weglaufen. Ich denke, ihr seid die... Was? Kohlrabis? Kühlrabis. Okay. Sehr schön. Okay, scheinen nicht viel zu vertragen. Feuriges Solo. Dürfte dann mit viel Glück auch schon ausreichen. Oder auch nicht. 84, jawohl, paralysiert. Sehr schön. Teuflische Versuchung, ein Angriff der Dämonen. Ja, du bist ja aber kein Dämon. Deshalb würde ich dann lieber Saus wählen. Damit würden wir, glaube ich, eher was erreichen. So, komm, Mike. Sehr schön. Kohlrabi wurden besiegt. 951 Erfahrungspunkte. Ist hier nicht noch einer gewesen? Irgendwas sagt mir, dass das hier diese Gegner sein könnten, die ich besiegen sollte, oder? Okay, kämpfen. Zauber. Nee, dann doch nicht zaubern. Sehr schön. Du kannst zaubern, nicht? Knister? Knister ist gut, oder? Oh, nein. Knister ist nicht so toll. Dann wäre es doch besser gewesen, wenn ich normal angegriffen hätte. Saus. Ja, okay. Serena, dann kannst du Saus einsetzen und dann dürften die beide doch dann erledigt sein, oder? Okay, nur einer. Besser als keiner. Kühlrabis wurden besiegt. 951 Erfahrungspunkte.
Leonardo erreicht Stufe 34. Mike erreicht Stufe 35 und erlernt Schnarch. Wow, 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 wow. Eschenburger Wiegenlied. Okay, Bodo muss gekräftigt sein. Nur Bodo muss gekräftigt sein, okay. Nein, Talentpunkte wollen wir nicht verwenden. Okay, dann lass mich jetzt mal hier noch so gerade in diese Ecke hier. Ich dachte vielleicht diese Kürabis wären die Gegner, die ich vielleicht besiegen sollte für diese Mission. Bin gespannt, welcher Gegner das sein könnte. Hat jetzt auch nicht dabei gestanden, welcher Gegner das war, ne? Komm, ich probier's nochmal. Die Kürabis wurden besiegt. 951 Erfahrungspunkte. Okay. Oh, ich komme jetzt hier auch nochmal hoch. Moment, bin ich hier... Sind die gerade wieder aufgetaucht? Ich wusste doch, ich habe was gehört. Bin ich hier an der Seite entlang gelaufen? Tut mir leid, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Aber sicher ist sicher, deshalb laufe ich dann gerne nochmal hier entlang. Falls ich doch schon vorbei da entlang gelaufen sein sollte, meine Güte. Okay. Dann wollen wir mal. Aber wir dürfen ja fast da sein. Ah, schaut mal, da ist ein Drache. Gut, hier liegt nichts. Ist das vielleicht der Drache, den ich bekämpfen soll? Bist du ein Drache? Okay, der haut ab. Und du nimmst mich nicht wahr. Auf jeden Fall ein Reptil. Okay, doch, ist doch ein Drache. So eine Art Drache, oder? Angriff. Blauer Drache. Hey, es ist ein Drache. 194. Eric, was geht denn mit dir ab? Sehr schön. Aufpassen. 70. Okay. Und er greift nochmal an mit kaltem Odem. Oh, nicht so gut. Drachenhieb, das wird wohl nichts. Aber Rionaldo hat, glaube ich, den Drachenhieb. 181. Moment, schauen wir nach. Drachenhieb, sehr schön. Dann probieren wir den mal aus. 142, perfekt. Fähigkeiten. Hymne des Eises. Sollten wir einsetzen. Sehr schön. So, dann greif du nochmal an. 86 insgesamt. Perfekt, gut gemacht, meine Lieben. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 1518 Erfahrungspunkte. Kürabi lässt eine Schatztruhe zurück. Überlegene Arznei. Okay. Okay. Dann eben eine Arznei. So, Moment. Jetzt muss ich hier mal... erstmal hier entlang laufen. Ich möchte hier nichts auslassen. So, Moment. Ach, du bist jetzt auch wieder da. Aber du lässt mich ja in Ruhe, ne? Ich kann ja so an dir ganz gechillt vorbeilaufen und so. Gut, ins Wasser komme ich nicht. Ich bin aber gerade ein Stück zu weit nach vorne gelaufen. Ne, hier ist auch gar nichts. Ey. Bin ich hier gewesen? Ey, es tut mir so leid. Ich weiß es nicht mehr, ob ich hier gewesen bin. Oh, sehr schön, dieser Wald. Wirklich, der gefällt mir richtig gut. Da würde ich sogar hier spazieren gehen. Ich würde sogar meine Wohnung verlassen, in diesen Wald zu gehen. Habt ihr das gehört? Oh, ich dachte, hier wäre was. Ich dachte, hier würde was glänzen. Ich bin früher als Kind auch immer sehr oft und sehr gerne im Wald gewesen, um zu spielen. Oh, oh, nein. Ich wollte... Oh ja, du bist beleidigt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist auch keine Absicht gewesen und so. Zack, dich möchte ich gerne nochmal bekämpfen. Blauer Drache erscheint. Ja, erschienen ist er ja jetzt nicht wirklich. Heiße Flammen. Oh, kein kalter Odem. Na super. Und jetzt greift er normal an. Serena, du musst dich unbedingt heilen, sobald du an der Reihe bist. Und du bist an der Reihe. Und ich muss mal einen Schluck trinken. Okay. Schnittiger Schlag. Kabums. 199. Sehr schön.
So, dann komm du mal mit deinem Drachenhieb. 144 und Eric dürfte ihn jetzt erledigt haben. Sehr gut. Der blaue Drache wurde besiegt und 1201 Erfahrungspunkte. Serena erreicht Stufe 34. Nein, Talentpunkte wollen wir vorerst noch nicht verwenden. So, ist es hier eine heiße Quelle? Aber da komme ich nicht hin, ne? Was ist denn mit dir los? Ja, ich wollte gerade sagen, du willst mich doch nicht angreifen. Was ist jetzt los? Oh, this trudging up hills is playing havoc with my old bones. Oh, well, don't tire yourself out, darling. We all want to be bright-eyed and bushy-tailed for our big day. Come on, let's call it a night, huh? Okay. Chain die jetzt an der heißen Quelle. So, we'll finally be going up to Yggdrasil tomorrow. I can't help feeling a little nervous. Schön. Serena, why don't you play that song? You know, the one you always used to play when we were children. Yggdrasil looks so magical at night. It's strange to think that each of our lives is a leaf on one of those branches. Hmm. Yeah. And it's really like the old man said? There's some kind of heart in there that all life comes from? Yes. When someone dies, their leaf withers and falls, and their soul returns to the heart. When someone is born, a new bud blooms on one of the branches. Hmm. I suppose it won't be long now until we finally face Mordigan. Do you think if we can beat him, my father will go back to how he once was? Oh. You play an instrument too, Veronica? Ja, eine Flöte? No. The High Priest gave it to me. He said it would help us. It belonged to our ancestor, Serenica. She left it behind in Arboria, apparently. Well, I don't know about the rest of you, but I'm pooped. What do you say we all get some beauty sleep? Schönheitsschlaf, okay. Hier passiert doch was, oder? Veronica. Ach, die Jade liegt da hinten auch. Also hier schlafen dann nur die Damen. Hm? We were born at the same time. So our leaves bloomed at the same time, didn't they? Do you think they'll fall at the same time too? Gute Frage. I don't know. You've always been a bit slow, to be honest. Veronica! Veronica! Ich liebe ihre Ehrlichkeit. Ich liebe die einfach. Zack! But I hope they do. Die ist so geil. Ich feiere die total. Okay. Okay. So, Moment. Jetzt sind wir aber doch schon ein Stück weiter nach vorne gelaufen, oder? Ich muss jetzt nochmal zurück.
Ich bin doch hier an der heißen Quelle gewesen. Was ist denn mit dir los? Ach, du bist immer noch beleidigt, weil ich dich abgeschossen habe, nicht? Genau. Deswegen macht hier Yurabi so einen Aufstand. Ja, ich weiß, ich hab dich mit einem Pfeil abgeschossen. Und weißt du was? Ich will's wieder tun. Oder was? Oder geht's hier gar nicht um... Ach, die hauen von mir ab, deshalb. So, und warum haust du nicht von mir ab? Warum nur die anderen? Aus einem bestimmten Grund? Okay. Naja, egal. Dann haut doch einfach ab. Dann haut doch einfach ab, wenn ihr unbedingt wollt. Aber ich bin hier ja noch nicht fertig gewesen. Ah, da. Ah, schaut mal. Da waren wir doch auch mal. Da haben wir doch die heutige Folge angefangen, nicht wahr? Aber keine Angst, ich werde sie nicht hier beenden. Wir werden noch ein bisschen weitermachen, meine Lieben. Okay. Gut, dann... Moment mal, ich laufe doch hier gerade vollkommen falsch. Ich muss hier lang. Hier muss ich entlang. Okay, lass mich aber am besten hier mehr rechts aufhalten. Dann sehe ich auch besser, ob ich hier was auslasse. Was? Wir sind schon da? Tatsächlich. Wir sind schon da. Ja, aber dann hätten wir doch auch hier oben zelten können, oder? Oder passiert hier jetzt gleich... Ach Gott, das sind nur die Wurzeln. Ich dachte gerade, was ist das? Aber hier passiert bestimmt dann irgendwas, oder? Weil ansonsten hätten wir ja nicht übernachtet. Wir sind doch komplett hochgeheilt. Wisst ihr was? Ich werde sicherheitshalber auf den Charakterbaukasten zurückgreifen. So, Schwerter. Was haben wir hier? So, den Metallhieb. Den lernen wir jetzt dann vermutlich auch. Genau. Metallhieb. Dann haben wir das auch. Super. Dann wollen wir weitermachen. Eric. Messer. Was haben wir hier? Ah, schade. Aber hier, Angriffskraft mit Bumerang. Wir haben keinen Bumerang. Treffersicherheit mit Bumerang. Und hier, Flammenhieb. Immerhin. Dann lernen wir Flammenhieb. Falls wir das überhaupt durchführen können mit unserem Dolch. Oder mit unserem Messer. Das weiß ich nicht so. Hinterlist. Was haben wir denn hier? Ausweichchance. Und Geschick. Okay, steigern wir unser Geschick. Wieso nicht? Geschick steigt um 10. Weißenstäbe ist komplett abgeschlossen. Elan. Kümmern wir uns um Elan. So. Unheimliche Aura. Verringert die Resistenz eines Feindes gegenüber alle offensiven Zaubern. Gut, ich entscheide mich aber dann in diesem Fall für die MP. Oh, was ist das für ein Buch hier unten? Was ist das? Feuer- und Erdresistenz plus 20%. Nice. Serena. Zauberstäbe, wir machen hier weiter. Okay, oder auch nicht. Wir müssen dann mit dir noch ein bisschen warten. Rionaldo. Bühnentalent. Schauen wir mal. Bühnentalent. Tödlicher Kuss. Vera Walzer. Geschick plus 20. So, gekauft, nehme ich. Wunderbar. So, Jade. Kickboxen. Da fehlt uns noch eins. 16. Okay. Attraktivität. Charme. Und Ausdauer. Und hier. Propeller. Aber ist ne für die Klauen. Okay, dann nehmen wir Ausdauer. Sehr schön. Okay. Bodo. Die Erleuchtung. Wenn wir uns die Erleuchtung anschauen, kostet 13, kostet 16. Das war's dann mit der Erleuchtung. Dann bleiben wir bei weißen Stäbe. Stab der Erlösung. Stellt mindestens 50 Lebenspunkte eines Verbündeten wieder her. Okay, gekauft. Nehmen wir. So, und dann sind wir dann auch schon durch, oder? Okay. Vielleicht haben wir auch Glück und es passiert hier gar nichts.
Lass mich erstmal hier unten alles. Da hinten ist eine Kiste, die habe ich gesehen. Aha. Ich hatte jetzt eigentlich damit gedacht, dass ich vielleicht, wenn ich was finden würde, dass es unter der Treppe sein würde. Eine Mini-Medaille gefunden. Jawohl. Noch eine weitere Mini-Medaille. Da sollten wir demnächst auch nochmal hin und die mal abgeben. So, und 2, 4, 6. Da müssen, glaube ich, die ganzen Kugeln dann hinein platziert werden, würde ich mal meinen. Well, there's no mistaking it. This is the altar. Aye, you're not wrong there. Go on, laddie. Get the orbs out. Let's see what happens, shall we? Sieht richtig nice aus. Ja, wie bei Dragon Ball. Nur, das sind es, glaube ich, 9 Kugeln gewesen. Oder ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist, wie gesagt, ewig her, als ich das gesehen habe. Und da gab es auch einen Drache, ne? Der hat die Wünsche erfüllt. Kommt jetzt auch ein Drache und wird unsere Wünsche erfüllen? Glaube ich wohl eher weniger. Okay. Wir können da jetzt entlang spazieren. Oh, wie schön. A bridge made of rainbows. It's beautiful. Stimme ich dir zu, Serena? Looks like it's finally time for our date with Destiny. Come on, we better not keep Yggdrasil waiting. Der Weltenbaum. Was? Der Weltenbaum. Ich dachte, wir können jetzt selber die Treppen hinauflaufen. Komme ich jetzt gar nicht mehr zurück, wenn ich das wollte? Nee. Das Spiel sagt nein. Ich komme nicht zurück. Okay, lass mich das mal hier aufmachen. Der Weltenbaum, obere Ebene. Okay. Hier können wir ja eine Menge mitnehmen. Hier glänzt es überall. Oh Gott, wie schön die Musik. Finde ich richtig nice. Was ist hier los? Kann ich... Achso, ich kann hier hoch. Ja, okay, ergibt Sinn. Überlegene Arznei. Ich habe gesagt, hier glänzt voll viel, ne? Hier war jetzt ein Item, das geglänzt hat. Hey, mein Freund, du bist auch hier? So, der kaputte Brunnen. Durch diesen Brunnen könntest du eventuell zurück in den Wurzelwald gelangen. Möchtest du hinabsteigen? Achso, nee, dann nicht. Dann möchte ich das nicht. Obwohl mich das dann schon irgendwie ein bisschen interessieren würde, wo ich da dann rauskommen würde. Aber das können wir immer noch machen, oder? Wie schön. Richtig schön. Gibt's auch gar keine Gegner. Ja, wie denn auch, ne? Ah, hier gibt's noch was, was ich mitnehmen darf. Yggdrasils Tau. Oh Gott. Wie schön. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal hier rauf. Okay, Fahrt zum Herzen von Yggdrasil. Okay, Herz von Yggdrasil. Und ich könnte hier auch jederzeit wieder runter, wenn ich wollte. Das ist schon mal nett. Hier ist nichts im Gebüsch versteckt. Denn das? Ach, nichts. Nichts ist das gewesen. Schön. Ich denke immer, ich sehe irgendwas glitzern. Was ist das denn gewesen? Das habe ich mir jetzt aber nicht eingebildet. Oh, ist das eine Libelle? Oder ein Vogel oder was? Ah, noch eins. Keine Ahnung.
Gibt's auf jeden Fall eine Menge davon, die hier oben rumfliegen. Aha! Hier kann ich noch was mitnehmen. Ein Silberblatt. Schaut mal, da oben sind eine Menge. Okay. So, dann erstmal hier entlang. Hier gibt's nämlich auch noch was, was ich mitnehmen darf. Yggdrasils Blatt. Damit kann ich doch Kampfunfähige wieder beleben, nicht wahr? Yggdrasils Blatt lässt einen gefallenen Verbündeten in die Welt der Lebenden zurückkehren. Genau. Das ist doch auch das Blatt, das die Gegner verwendet haben. Aber warum können wir... Oh mein Gott, wir sind da. Herz von Yggdrasil. Oh, wie schön. Okay. Ich möchte aber erstmal hier rumschauen. Aber hier gibt's nichts. Nein, 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 nein. Ich warte, ich wollte doch nur gucken. Ein Schwert. So this is the heart of Yggdrasil. It's bigger than I thought it would be. It's the source of all life. It's not exactly going to be small now, is it? It's so fascinating. I'm sort of scared, but I want to touch it. Nee, nee. Wir gucken mit den Augen, wir fassen nichts an. Oh, Rionaldo, nee, ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob das so gut... Ja, ich hab's dir doch gesagt. Well, that's not very nice. The naughty thing gave me a shock. Du hast ja auch nicht gefragt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen du da fragen solltest. Aye, and so it should. I doubt the World Tree would let any but the one who bears her mark near her holiest of holies. Ja, vielleicht darf das nur der Lichtbringer. Mike? After all, only he can wield the weapon destined to dispel the darkness. The Sword of Light. Now, laddie, it's time to reach into the heart of Yggdrasil and claim your birthright. Only you can do it. Only you can save our world. Einmal. Oh, das sieht schon schön aus. Ach, war doch klar. Nein! Hendrik. Nein. Euklas. Damn you, Jasper. How did you find us? Dann war er das gewesen. Der mit der... mit, was Linda gesprochen hatte. Er war's. Find you? Did you witless vermin not realize I was following you all along? Das ist doch dieser hübsche Mann, von dem sie sprach. Oh. Naja, ne? Ja. Die große Schwester. Die gibt ihr noch. Princess, such boorish behavior hardly befits one of your station. Do you not see that you are utterly powerless to stop me? Oh.
Oh, sind die gelähmt? Ah, nee, doch nicht. Hätte mich jetzt hier auch ehrlich gesagt gewundert, wenn hier jetzt nichts passiert wäre. Das wäre ja ansonsten alles viel zu einfach gewesen. Aber du kommst an das Schwert nicht ran. Oh, sag mir, ich muss jetzt alleine gegen ihn kämpfen. Tremble before me. Tremble with gratitude. Your sacrifice shall pave the way for my ascent to glory. Come, Luminary. All of you, on your feet. The Tree of Life shall be your place of death. Okay. Oi, Klaas nähert sich. Okay. Wie du willst. Hier, erstmal klauen. Er hat nichts was? Nichts bei sich getragen? Oh nein, ich wollte nicht normal angreifen. Was? Barriere durchbrochen? Was stimmt hier nicht? Zauber. Multibeschleunigung. Okay. Fähigkeiten. Schnittiger Schlag. Barriere durchbrochen wird. Trinkt kein. Es geht mir zu schnell weg. Ich kann nicht so schnell lesen. Hallo. Geht's noch? Zauber. Okay. Probieren wir das doch mal. Okay. Zauber scheint hier wohl die Lösung zu sein. Dischel. Durchbrochen. Bis die dunkle Barriere durchbrochen. Oh, das hier nervt mich doch jetzt schon gerade. Hubkraft. Feuersturm. Nutze ich jetzt voll aus. Daneben. Daneben bis die dunkle teuflische Versuchung. Bis die Barriere durchbrochen ist. Ja, wie durchbreche ich sie denn? Die dunkle Barriere. Wie durchbreche ich sie denn? Probier mal ihn zu vergiften. Schützt ihn. Moment, ich kann doch bestimmt mit dem Zauber irgendwie das Ganze hier aufheben, oder? Multibeschleunigung. Moment. Fähigkeiten, Zauber. Mehr Heilung. Nein, lässt einen einzigen Gegner einschlummen. Mittelheilung, mal für Rionaldo. Zauber. Verringert die Zauberresistenz eines Feindes. Umgibt die Gruppe von Trugbildern. Nein, neue Chance. Stärkung. Ding Dong. Heilt alle Gruppenmitglieder von Lähmungseffekten. Heilt einen Verbündeten. Ja, nee. Taktiken. Veronica. Aufstellung. Veronica. Mit Serena. Bodo, du tauschst mal mit ihm. Nee, doch nicht. Moment. Bodo, tauschst du mit Eric? Okay. Ich bin mir nicht sicher. Irgendjemand konnte doch. Nein. Wow. Geht's noch? Ach du meine Schande. Hä? Die hatten doch aber noch alle einmal Lebenspunkte, einen Lebenspunkt, so rum. Oder hätte ich diesen Kampf nicht gewinnen können? Ich dachte eventuell, ich muss diesen Zustand von ihm entfernen. Und ich glaube, irgendjemand hatte das auch auf einer Waffe. Ach, ich weiß es nicht. Es ist eine Power, like of which we've never seen. Could he be... Oh. Der Dunkelbringer? Ist er vielleicht der Dunkelbringer? Können wir ihn vielleicht nur mit diesem Schwert erledigen? Nein, dunkle Magie.
wird dir nicht dir weiterhelfen können. So this is the heart of Yggdrasil. Whosoever controls it, controls the world. Or so they say. Not one step further, Jasper. Hendrik, ach, und der König von... Ich weiß die Stadt nicht mehr. Now you see it with your own eyes, sire. He is no longer himself. The darkness has him entirely in its thrall. How long he has deceived us, I do not know, but deceive us he has. Jasper is a traitor to Heliodor and to the world. Confess, scoundrel! Just how cheaply did you sell your soul? On second thought, spare me your wretched excuses. In the name and presence of His Majesty, I pronounce you guilty. Prepare to face your punishment. Ich wette, das ist der König gewesen. Ich wusste es. You have served me well, Hendrik. Kanuel, genau, so war sein Name. Your Majesty, what is the meaning of this? Oh. Du bist ja neu. Dear Jasper, it seems you have snared us a luminary. Very impressive. It is an honor to serve you. As always. Lord Mordegon. So that was it. The king was... He was Mordegon all along. Now, Luminary, you are in my power. And soon, your power will belong to me. Das werden wir ja dann noch sehen. Wir hören ihn. Was ist mit seinem Mal passiert? Nein. So, this is the power of the Luminary. The key that unlocks Yggdrasil's heart. This blade is the fabled Sword of Light. Not very fitting for the Lord of Shadows. Nein. Source of all life.
Der Baum. Ja, übertreib doch. Ach du meine Güte. Der Weltenbaum. Deine Erlebnisse im Abenteuertagebuch verzeichnen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Folge heute aufnehmen, damit ich Dark Souls aufnehmen kann, aber ich werd noch eine Folge aufnehmen müssen. Ich kann jetzt hier nicht aufhören. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie es weitergeht, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.